Das ist Patricia und das ist der Karmann Davis 590, ja, Modelljahr 2021, ein Showmobil von Karatec. Ja, den haben wir ja schon mal gefilmt, Karmann, das kennst du ja noch, oder? Ja, stimmt. Showmobil hört sich aber auch richtig cool an, muss ich sagen. Ja, komm, wir gucken uns den mal an, denn er ist beklebt worden. Es ist ein richtiges Wohnmobil, aber wir sind bei Karatec in Landau, haben heute viel gelernt über, was die alles machen, unter anderem Fernseher. Ja, genau. Und Fernsehhalterungen, Audiosysteme. Also die bieten auf jeden Fall einiges. Ja, das klingt jetzt wie ein Werbefilm, ist es auch. So, denn wir wurden eingeladen. TVs, Halterungen. Hier vorne steht es auch nochmal drauf. Sat-Antennen bauen sie. Hätte ich auch ablesen können. Ja gut, so einfach wollte ich es dir ja nicht machen. Ja. So, da vorne ist der Chef, der kommt mal zu uns. Solar bieten sie an, Soundsysteme. Navigation und Radio. Alarm und Ortung haben wir übrigens ein eigenes Video zu gemacht, ja, dass du dein Wohnmobil auch wieder findest, wenn du vollkommen betrunken aus der, wahrscheinlich ist es dann gestohlen und willst es finden, kannst es orten lassen. Man könnte es aber auch wiederfinden, wenn man es verlegt hätte. Und natürlich Rückfahrsysteme. Ja, stell dich mal kurz vor. Hallo, bin Harald Schäfer, Geschäftsführer von Karatec. Ja, Harald, es wird langsam dunkler, denn ja. A, es ist diesig und B, haben wir schon 16:30. Das heißt, demnächst ist ja Weihnachten und es fühlt sich schon so ein bisschen kälter an, aber die Jahreszeit, ihr habt immer noch viel zu tun in der Werkstatt. Ja, immer noch gut ausgelastet. Wir haben ja noch eine relativ lange Vorlaufzeit. Bei uns geht es, sind so 3 Wochen ungefähr. Ja, Karmann Davis. Mhm. Ihr habt ihn neu beschafft und habt ihn ausgerüstet, damit er möglichst vielen euren Fachhandelskollegen, die ihr ja beliefert, dann als Showcar zur Verfügung steht. Daraus ist ja nichts geworden dieses Jahr, oder? Dieses Jahr leider nicht. Hoffen wir, dass nächstes Mal wieder ein bisschen besser wird, dass wir den bei ein paar Hausmessen in Einsatz bringen können. Ja, aber dafür sind wir jetzt da. So, Karmann, fangen wir mal an. Der hat eine Dieselheizung mit drin. Das ist gut, gell? Ja. Das ist ganz praktisch, weil sie ist jetzt an, ohne dass eine Gasflasche drin ist. Genau, es hat nämlich den Vorteil, da ist eine Truma D drin, eine ganz, ganz wichtige und die macht schön warm. Man braucht nur noch ganz wenig Gas, oder? Ja, also der hat ja noch einen Kühlschrank, dafür brauchen wir Gas noch und zum Kochen halt ein bisschen, aber viel braucht er nicht mehr. Ja, ein ganz tolles Fahrzeug. Ihr habt es komplett foliert in Karatec-Farben. Das heißt, wenn man das wieder abzieht, ist da noch das Originalmuster drunter? Habt ihr es vorher abgezogen? Nee, das haben wir vorher abgezogen. Der war ja ganz frisch, das ließ ich noch sehr leicht abziehen. Okay. Haben die das gewusst von Karmann, dass ihr das Fahrzeug hier verwenden werdet? Das haben die gewusst, ja. Also Karmann ist ja auch ein Kunde von uns und wir versuchen immer, dass wir Fahrzeuge natürlich auch insbesondere von Kunden, von Kunden verwenden, genau. Ja, ist das so im Prinzip beispielhaft für alle Ducatos dieser Welt, die hier da sind, wo man mal so ein bisschen zeigen kann, was kann man im Ducato nachrüsten? Genau, das ist ja nach wie vor noch das meistverkaufte Wohnmobil-Basisfahrzeug überhaupt und für uns natürlich super wichtig. Und wir haben hier einfach mal alle Produkte reingepackt oder die meisten unserer Produkte reingepackt, um das mal zeigen zu können. So, hier haben wir so ein paar Stück mal aufgebaut. Unter anderem habt ihr dieses Lautsprecherset hier dabei, das ist speziell für den Ducato? Genau, das haben wir speziell für den Ducato entwickelt. Das heißt, passen natürlich die Stecker hier. Der Hochtöner passt direkt in die Aufnahme rein. Der Tieftöner wird direkt mit der Aufnahme geliefert. Also das ist auch sehr schnell umgerüstet gegen die Originallautsprecher. Das heißt, die Kabel liegen schon. Manchmal fehlt sogar der Hochtöner komplett. Die Kabel sind in allen Ducatos drin. Ducato heißt natürlich auch Boxer und Jumper. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Reisemobilhersteller bei den Lautsprechern sparen und noch einfache Lautsprecher verwenden als die Originallautsprecher. Und dann ist natürlich erst das Erste, dass man mal richtige Lautsprecher nachrüstet. So, das wären jetzt die Lautsprecher. Damit kann ich schon richtig viel erreichen. Das heißt, nur durch den Tausch der Lautsprecher kann ich je nach Ausrüstung ein richtig tolles Klangbild erzeugen, weil die Radios, die oft eingebaut werden, so Navisiva, die haben richtig Power. Genau, also da gibt es auch klangliche Unterschiede, beraten wir auch gerne zu, weil die Dinger klingen nicht alle gleich. Aber das ist mal so die Basis einfach, um für einen besseren Sound hinzukriegen. So, jetzt habt ihr was ganz Tolles. Oben drüber dieses unscheinbare kleine Teil, was aussieht wie ein Kühlkörper, ja, da ist ein richtiger Verstärker mit drin, das ist Hightech. Genau, das ist Hightech, made in Germany, kommt tatsächlich aus dem Sauerland. Und das ist ein DSP-Verstärker, der den Subwoofer antreibt und ganz speziell abgestimmt ist auf das Fahrzeug und auch auf die Lautsprecher, die eingebaut sind. Gibt es dann unter anderem eben auch für unsere Nachrüstlautsprecher und klingt dann sehr, sehr, sehr überzeugend, obwohl das Set gar nicht viel kostet. Ja, wenn du das mal kurz in die Hand nimmst, den Subwoofer, dass wir mal sehen ungefähr, wie die Größe ist. Der sieht jetzt so ganz unscheinbar aus, aber der hat es in sich.
Der hat es in sich, der passt direkt auch unter den Sitz. Wenn er nicht unter den Sitz passt, weil er ein Ladegerät ist, haben wir so spezielle Adapter, dass man es hinter die Sitzkonsole bauen kann. Aber das ist halt richtig abgestimmt im richtigen Holzgehäuse. Das ist nicht irgendeine Plastikkiste oder sowas. Da kommt doch gut was raus. Ist der trocken, der Sound? Ja, das ist ganz wichtig. Also, dass es nicht so eine Matsche-Pampe ist, die da rauskommt, sondern in der Abstimmung mit dem DSP gibt das einen richtig schönen, tiefen und sauberen Bass. So, jetzt haben wir hier, ich weiß nicht, ob es hier drin ist, aber ihr habt Lautsprecher entwickelt, die praktisch den Sound auf Möbel injizieren, damit die Möbel klingen und nicht der Lautsprecher. Was ist das hier? Genau, das ist genau dieses System, also diese Exciter, von denen du gesprochen hast. Das sind diese Teile hier, Schallwandler. Der Teil bewegt sich, vielleicht kann man es ein bisschen sehen. Das wird dann auf dem Möbel aufmontiert, einmal geklebt und nach Möglichkeit auch nochmal geschraubt. Und dann schwingt dieser Teil hier angetrieben vom Verstärker. Und wenn das richtig montiert ist auf einem vernünftigen Möbelstück, dann klingt das auch richtig gut. Das habt ihr sogar in der Erstausrüstung bei Niesmann und Bischof zum Beispiel im Einsatz, also relativ oft. Ihr habt eine Alarmanlage eingebaut? Genau, wir haben natürlich eine Alarmanlage eingebaut. Das ist die, die hier auch liegt. Also mit einer Sirene, mit Notstromversorgung, mit einer Innenraumüberwachung, die natürlich abschaltbar ist, im zusätzlichen Handsender. Die ist noch fast beliebig erweiterbar, natürlich auch mit Funkkontakten und vielem mehr. Ihr habt was richtig Cooles gemacht, das gibt es normal gar nicht bei Ducato. Ihr habt einen Piepser vorne. Genau, also wir haben zwei Piepser nachgerüstet. Das Fahrzeug hat ab Werk ja gar keinen. Wir haben einmal hinten einen nachgerüstet, das ist der da liegt. Und wir haben vorne auch noch einen nachgerüstet, das sieht aus, als wäre es dann ab Werk auch montiert. Das können wir uns gleich mal angucken, wie das Ganze aussieht. Hier vorne sind übrigens noch der sogenannte Exciter. Das Ganze ist auch gar nicht so teuer. Was ist das da, der Kabelsatz? Das ist eine Lenkradfernbedienung oder ein Lenkradfernbedienungsadapter. Der Karmann kommt ja mit der Lenkradfernbedienung als Bestandteil der Radiovorbereitung. Und damit ich dann das Radio bedienen kann, ist das natürlich auch nachgerüstet. Okay, das heißt nur das Originalradio könnte man dann bedienen und jetzt kann ich alles bedienen? Nee, das ist speziell ein Teil der Radiovorbereitung. Also das können die Fahrzeughersteller mitbestellen, sodass das für Nachrüstradios dann passt, wenn dann ein passendes Interface auch drin ist. So, und das Ding da, was da liegt, rechts außen? Das gucken wir uns nachher mal an. Das ist nämlich ein Bestandteil unseres ausgebauten Sprinters und ermöglicht es, mehrere Kameras auf dem M-Box darzustellen. Ja, das ist nämlich so. Der Sprinter hat nämlich tatsächlich, ich sag mal, so eine Art Navigations- und Navicina eingebaut, das heißt M-Box. Ja. Das kann nur eine Kamera ab Werk. Genau. Das ist eigentlich ein sehr schönes System, aber es kann eben nur eine Kamera. So, jetzt sind wir aber noch bei Fiat Ducato. Du bist grundsätzlich zufrieden, du machst es ja schon einige Jahrzehnte jetzt, das Thema Wohnmobile, Fiat, gutes Fahrzeug? Ja, es ist nach wie vor das wichtigste Fahrzeug und ich muss gestehen, der fährt auch ziemlich klasse, auch gerade seit er die 18 Zoll Räder drauf hat, macht das auch richtig Spaß, mit dem Fahrzeug zu fahren. 18? 18. Echt, jetzt sehe ich es erst, die sind viel größer wie die 17. Ja, und fahren super. Das war ein Spaß, weil 18 ist natürlich größer wie 17. Ja, hier vorne haben wir den Leiter aus dem Thema Serviceannahme, Serviceberatung und Co. Wie ist dein Name? Daniel Schweitzer. Hi. Hi Daniel. So, dein Chef hat ja große Reden geschwungen, als er gesagt hat, ihr habt die Piepser so eingebaut, das sieht aus, als wären sie schon immer drin gewesen. Das würde ich meinen, oder? Gut gelungen. Es ist echt cool. Also man kennt das ja nicht, das gibt es ja normalerweise nicht. Das heißt, der Fiat Ducato hat ja keine Piepser vorne ab Werk. Ihr habt die nachgerüstet. Das ist richtig, genau. Und entsprechend noch in Wagenfarbe lackiert. Das ist aufwendig, oder? Ja, mehr Aufwand als ohne Lackierung, klar. Das ist so, da werden sie aber schwarz und so sieht es auch gut aus. Man hätte es ja auch mit DC-Fix einfach abkleben können, aber das ist eine Frage, wie lange hält sowas? Na, wenn, machen wir es dann schon richtig. Okay. Aufwand für den Einbau ungefähr bei dem? Na, der reine Einbau würde ich jetzt so auf 2,5-3 Stunden definieren, ein bisschen Lackieren noch bei, ja. Jetzt könnte man ja sagen, die brauche ich ja gar nicht vorne, weil jemand, der gut fahren kann, man sieht ja vorne runter, wo das Ende ist, oder? Ja, also ich sag mal, man sitzt dann schon ein Stück weit versetzt zur Stoßstange nach hinten. Ja. Und das erleichtert schon einiges, wenn da so ein Pöller oder ein Findling liegt oder steht. Den übersieht man schon mal gerne. Jetzt habe ich aber hinten eine Rückfahrkamera. Da brauche ich nun wirklich als Mann ja gar keine Rückfahrpiepser, oder? Auch das habe ich schon anders gehört. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Was selbst bei den günstigsten Autos Standard ist, ja, das kann ja hier auch mal möglich sein. Wo habt ihr die denn eingebaut? Das sieht man ja auch nicht. Siehst du hier in der Stoßstange hinten. Nochmal, ihr könnt Piepser beim Ducato nachrüsten? Vereinfacht ausgedrückt, ja. Okay, ich nenne es mal so. So, die ist auch von euch, die Rückfahrkamera? Das ist die originale vom Fahrzeughersteller. So, auch die habt ihr integriert. Am besten gehen wir mal rein, denn viele Dinge,
befinden sich im Inneren. Ihr habt eine spezielle Alarmanlage eingebaut, die hat es in sich, denn die hat eine Verfolgung des Fahrzeuges im Falle eines Abhandenkommens. Das heißt, eine Leitzentrale, die kann ich anrufen, die kann ich per App aktivieren und die kümmert sich um den Rest, inklusive dem Einsperren der bösen Jungs. So ist es. Also bis auf das Einsperren. Genau. Vodafone kümmert sich tatsächlich anhand der Netzwerk Alarmsender um die Wiederbeschaffung des Fahrzeugs im Falle eines Diebstahls. Ja, leider nur in Deutschland. Nein, in 46 Ländern Europas mittlerweile. Mit auch Russland dabei. Ja. Nee, es ist, ja, das war jetzt nichts gegen Russland, sage ich jetzt nur. Aber ihr habt es eben erwähnt und das ist mir noch so hängen geblieben, dass Russland dabei war. Denn ich sag mal, ist wirklich so, kommt das Auto weg. Ich habe eine App, da drücke ich drauf. Die kümmern sich drum, man spricht eventuell nochmal von denen. Es gibt sogar eine Option, dass es automatisch geht, habe ich gehört. Das ist je nachdem, wie man es konfiguriert. Je nach System, je nach Ortungssystem, da gibt es unterschiedliche Ausführungen, korrekt. So, was ist hier noch drin? Ist der voll? Der ist mehr als voll, ja. Also da haben wir so ziemlich alles reingepackt, was wir haben. Angefangen bei der Navigation, über den Sound, Energie bezüglich Solarpaneele, Wechselrichter, Lithiumbatterie. Also wirklich volles Programm, ja. So, wenn man den jetzt kaufen würde, wie er hier steht, was würde er ungefähr kosten? Jetzt habe ich dich. Unbezahlbar. Du bist auch Pfälzer? Ja. Okay, man hört's. Karatec, ja, ein Unternehmen. Wir sind tatsächlich hier in Landau, das ist mitten in der Pfalz, in einem schönen Weinbaugebiet. Ihr habt wunderschönen Wein, aber jetzt im November ist das Thema Wein ja nicht so gerade auf der Tagesordnung. Viele kommen hier vorbei, lassen sich ihr Fahrzeug pimpen, kann man das sagen? Genau so, ja. Viele Leute kommen hierher, lassen ihr Fahrzeug aufrüsten, umrüsten, was auch immer und verbringen hier auch dann ein paar Tage bei uns in der schönen Gegend. Bietet sich ja dann auch an, wenn ein Einbau wirklich mal länger dauert als ein Tag, was durchaus sein kann, wenn wir da Solar, Sat und so weiter installieren. Ja. Thema Vorbereitung. Das heißt, also ich kann ja jetzt nicht einfach herkommen und sagen, und das hätte ich gern, das hätte ich gern. Also am einfachsten, man kommt erstmal her, bringt am besten sein Fahrzeug mit. Ihr könnt das mal begutachten, geht das? Für uns natürlich der absolute Treffer, klar. Für viele Kunden nicht machbar. Die kommen von weiter her, fahren zum Teil 400, 500, 600 Kilometer zu uns. Ja. Oftmals wissen wir ja schon, wenn der Kunde ein Fahrzeug XY hat, wie das aussieht, was wir da an Zeit benötigen. Dann macht man einen Termin aus und der Kunde bleibt dann entsprechend ein, zwei Tage hier bei uns. So, wir gehen mal rein. Hier ist eine Fernbedienung drin mit Alarm. Wer hat die Fernbedienung? Er hat sie? Ich habe sie irgendwo. Da ist sie. Zeig mal, was da alles dran? Der originale Fiat-Schlüssel. Das war's? Mehr ist es nicht. Ist das sicher? Ja. Es gibt noch eine Stufe darüber, aber damit kann ich die Alarmanlage erstmal ganz komfortabel im Alltag schärfen, entschärfen, ohne dass so weit das auffällt. Okay, das bedeutet, also ich benutze das Auto ganz normal. Das ist eure oberste Prämisse, dass man nicht noch mehr Knöpfchen, noch mehr Schritte, noch mehr und so weiter, weil die Fahrzeuge werden ja ganz oft im ganz normalen Alltag verwendet. Genau, so ist es. So. Es ist doch relativ unwahrscheinlich, dass dieser Schlüssel gehackt wird. Also das sieht man zwar, man hört das, dass das so geschieht, aber in der Praxis, ich glaube, die Leute, die hier einbrechen möchten, die finden oft andere Wege, oder? Also natürlich kann es schon vorkommen, dass der Schlüssel gehackt wird, eine Kopie erstellt wird, was auch immer, klar. Aber dazu gibt es dann auch für die Alarmanlage nochmal eine Option dazu, um dem zu entgehen. Okay. Ich sag mal, die häufigste Variante ist einfach, dass das Fahrzeug aufgebrochen wird. Ganz, ganz trivial. Ganz trivial. So, da ist auch ganz besonders dieses kleine Dreieck beliebt. Da geht mal ein kleiner Stein rein. Das ist der Klassiker, ja. Ist der Klassiker, oder? Ja, das genau. Das heißt, also man braucht gar nicht mit dem Schraubenzieher hier irgendwo und drunter durchgehen. Und da gibt es auch noch ein Blech für, sondern die Scheibe, die bietet sich quasi an. So ist es, genau. So, und dann ist man schnell drin. Dann ist man schnell drin. Allerdings haben wir dann bei der Alarmanlage nicht nur die originalen Türen abgesichert über den CAN-Bus, sondern auch entsprechend den Innenraum mit Ultraschallsensoren, die Bewegung dann entsprechend erfassen und detektieren. Gerade wenn jetzt jemand eine Fensterscheibe einschlägt und da reingreift, dann löst die Alarmanlage entsprechend aus. Das ist ja witzig, die sind ja genau in der Farbe, wie der Kunststoff, der drunter ist. Das ist reiner Zufall. Nee, die habt ihr in verschiedenen Farben? Nee, die gibt es in Grau und gibt es in Schwarz und das passt in 99% aller Fälle immer. Okay, das heißt, ihr baut natürlich die Farbe ein, dass es nicht gerade aussieht wie ein Fremdkörper. Wichtig ist, es soll so aussehen wie Erstausrüsterqualität? Unbedingt, ja. Also so wenig wie möglich Aufsehen erregen. Ja, ich zeig's mal gerade. Also das ist so eine typische Aufbautür, die jetzt dabei ist. Da gibt's so ein kleines Blech für ein paar Cent oder ein paar Euro. Das würdet ihr denn auch gleich mit einbauen, wenn jemand die Lösung kriegt, Alarmanlage? Also wenn der Kunde so ein Brickstop beispielsweise mitbringt, dann bauen wir ihm den auch ein.
So, dann kommt man nämlich im Schraubenzieher nicht einfach rein. Also bedeutet, ihr macht immer Ultraschallüberwachung, denn das ist ganz wichtig. Wenn einer zum Beispiel ein Fenster einschmeißt, dann würde jetzt die normale Campus-Alarmanlage das nicht merken, die Tür ist ja noch zu. Ja, genau. So, das heißt aber, dann hätte das Fenster auf, aber wenn er dann die Tür öffnen würde, würde also jetzt hier öffnen, dann würde er schon merken. Dann würde die Alarmanlage losgehen. Da wäre es aber noch früher quasi. Ja. Also ist ja oft so, vielleicht greift mal einer rein und so weiter, aber es ist eine doppelte Sicherheit. So, Alarm ist mit drin, die Alarmverfolgung ist mit drin. Das bedeutet also, der, ich sag mal, Wachdienst auf gut Deutsch, der wird angefunkt. Wie funktioniert das? Geht das per SIM-Karte? Na, ich habe zum einen in dem Ortungssystem eine SIM-Karte drin von Vodafone, genau. Die Ortung ist mit der Alarmanlage verbunden, sodass ich über die Ortung eine Information kriege, wenn die Alarmanlage auslöst. Der nächste Schritt ist dann, dass ich über die App von Vodafone diese Zentrale anrufen kann, direkt mit einem deutschsprachigen Mitarbeiter dort telefoniere und dem eben den Diebstahl melde dann. Okay. Egal in welchem Land ich bin, der kümmert sich drum. So. Dahinter steckt ein ganz großes Wachunternehmen. Genau, die Securitas. Securitas, die wirklich, ich glaube, europaweit tätig ist und darüber hinaus. Ja, vorne sieht man es, der Carman Davis, sehr, sehr geeignet. Ein beliebtes, bekanntes Fahrzeug. Was haben wir alles gemacht hier drin? Na, was haben wir alles gemacht? Wir haben TV-Sat nachgerüstet, wir haben unseren neuen Ruder mit der Dachantenne da drin in dem Fahrzeug, wir haben eine vernünftige Navigation von Alpine eingebaut, unser Soundsystem findet da drin Platz, sowohl in den Türen des Frontsystems als auch der kleine DSP mit dem Subwoofer. Wir haben dem Fahrzeug eine Solarpanel verpasst mit Wechselrichter und Lithiumbatterie. Mein Gott, das sieht ja aus wie beim TTHW, das Teil. Was ist das? Ja, das ist der neue Router mit der entsprechenden Außenantenne, damit du auch im Fahrzeug hier über dein eigenes WLAN entsprechend streamen kannst. Ja, die Kabel sind relativ dick. Das hat mit Radio nichts zu tun. Das ist Höchstfrequenz, die wir hier versorgen müssen. Und die Kabel sollten möglichst kurz sein und, ich sag mal, möglichst verlustfrei. Genau, damit auch ein einwandfreier Empfang gewährleistet ist. So, das heißt, darüber kriege ich meinen, ich sag mal, WLAN-Empfang im Wagen. Ich nehme an, da ist ein WLAN-Modul mit drin, was GSM, also sprich 4G, 5G auf WLAN umwandelt. Der kann schon 5G? Nein, noch nicht. Aber demnächst. Die nächste Version wird kommen. Oben die Antenne ist auch Hightech, oder? Die ist für den Innenbereich gedacht, genau. Du kannst dann auch, ich sag mal, WLAN catchen, wenn du irgendwo auf dem Stellplatz stehst und dann WLAN einfangen und auch darüber dann entsprechend surfen. Ah, okay. Das heißt, oft ist es ja so, dass der Empfang im Auto relativ schlecht ist vom Campingplatz und du kannst ihn damit verstärken. Du kannst ihn oben empfangen und der wird dann nochmal repeated nach unten. Das ist es, genau. Und über diese Antenne, die du am Router siehst, wird es dann im Fahrzeug weitergegeben. Also relativ klein und unscheinbar. Es muss nicht immer eine Fritzbox sein. Es kann auch mal was sein, was exakt angepasst ist. Das heißt, das Besondere hierbei ist, dass die Antenne sogar das WLAN-Signal nach außen gibt, gell? Das, ja, genau. Das heißt, rund um den Campingplatz eventuell kriege ich sogar noch am Strand. Im Zweifel schon, ja. Okay, sehr schön. Ja, der Fernseher, der ist auch was Besonderes. Das ist nicht die Basic-Version, sondern das ist schon die gehobene, oder? Das ist die Exclusive-Ausführung, genau. Erkennst du an dem rahmenlosen Design, sag ich mal. Hat dann DVD mit drin, Bluetooth mit drin und so weiter. Ein Soundsystem ist hier drin. Was für ein Soundsystem ist hier eingebaut? Wir haben vorne in den Türen unser CAK 1650. Also ich zeige es euch mal ganz kurz, das Frontsystem. Ja. Mit dem Mittelhochtöner, den wir da reingebaut haben. Oben die entsprechenden Hochtöner dazu. Unterm Sitz seht ihr das Bassmodul. Ich kann euch das mal ganz kurz freilegen. Warte mal, ich zeige mal gerade. Also das Schöne ist, man sieht natürlich nichts. Weil es ist optimal unterm Sitz jetzt platziert. Das ist exakt dafür gebaut, die Box, oder? Die ist exakt dafür gebaut und vor allem das System ist auch exakt für den Fiat Ducato eingemessen. Also jeder, der sich so ein System kauft, kann das im Zweifel auch selbst einbauen, wenn er das möchte, oder bei seinem Händler des Vertrauens einbauen lassen. Aber er ist sich sicher, dass das System genau bei dem Fiat Ducato so klingt, wie es klingen muss. So, jetzt habt ihr dort Alpine drin. Richtig. Ein kleines Alpine? Das ist das kleinste Alpine, also die kleinsten Navi momentan. Funktioniert gut. Sehr, sehr gut, ja. Ich kann die Höhen eingeben bei Alpine? Du meinst die Fahrzeugmaße? Ja, ja, klar. Es sind alle mit der Camper-Software ausgestattet, sodass du dein Profil entsprechend da anlegen kannst. Mensch, Patricia, jetzt dachten wir, jetzt waren wir doch wirklich in Düsseldorf, haben uns alle Fahrzeuge angeguckt, ja. Und er kommt mit 5000 Details, ein neuer Navi-Siever, neuer Subwoofer. Es geht immer noch mehr, oder? Ja, also man sieht's. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich schon, also ich dachte eigentlich, ich hätte schon alles gesehen, aber als wir hierher kamen, da wurden dann meine Erwartungen wieder übertroffen. So, du darfst es mal anmachen. Wir werden mal ganz kurz mal den Bass mal ausreizen. Es geht nicht darum, möglichst viel Bass zu erzeugen, dass man hier Hip-Hop hört, sondern es geht darum, ein Soundbild zu erzeugen, wie man es in einem hochklassigen
sage ich mal, Pkw hat, was heute Standard ist, das habt ihr transponiert in ein Reisemobil. Das war das Ziel. Also das Ziel ist nie, eine rollende Disco aus dem Fahrzeug zu machen, sondern einfach, dass du den Sound hier nach oben kriegst, den Radiosprecher dann auch verstehst und wirklich vernünftig Musik hören kannst. Ja, es ist so. Also selbst, ich sage jetzt mal, ich hab ein VW Golf. Wenn ich ein etwas besseres Radio drin habe, das klingt um Welten besser als das, was die ab Werk einbauen, oder? Oft. Durchaus, ja. Durchaus. So, mach mal was an. Du bist großer Fan von Sunshine Live? Och, Och, also nicht. So, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Kann man zeigen. So, Subwoofer ist drin. Und man hört jetzt schon richtig, ist es ein richtig voller Klang. Das kommt damit hinzu. Was also viele auch sagen. So. Cool. Okay, es geht nicht wegen der GEMA. Mach nochmal aus. Also, um es zu beschreiben, du hast einen Subwooferklang, du hast einen transparenten Klang vorne. Was ist mit hinten? Je nach Fahrzeug. Also wir haben hinten auch Lautsprecher im Schlafraum verbaut, die über den Verstärker entsprechend angeschlossen und vor allem auch eingepegelt sind. Also wir können den Lautsprechern hinten einen entsprechenden Frequenzbereich geben, sodass die auch sauber klingen, nicht anfangen zu scheppern und vor allem, dass du eine gewisse Räumlichkeit auch hier erzielen kannst. Gibt es die Möglichkeit, dass ich den Fernseher auch über das tolle DSP-System mit den Lautsprechern laufen lassen kann? So wie es hier angeschlossen ist. Also ist das so angeschlossen? Haben wir gemacht. Der Fernseher hat einen Festpegelausgang und somit können wir den Fernsehsound entsprechend über die Anlage dann hören. Und die entsprechende Lautstärke-Regelung, wie geht das denn? Über die Fernbedienung? Übers Radio. Übers Radio? Übers Radio. Okay, das heißt, ich mache lauter, leiser übers Radio dann. Genau, richtig. Gut, was aber hier sich geradezu anbietet, weil die Sitzposition, wie ich gucke, ist ja quasi neben dem Radio. Da ist das nicht so wild. Außerdem habe ich eine Fernbedienung dabei vom Radio. Auf Wunsch gibt es optionale zu jedem Radio oder fast jedem Radio. Okay. Ja. Ich habe es noch nie... Absolut noch nie benutzt. Was krasses ist der Winkel. Ich gucke jetzt von fast dem spitzesten Winkel, wie es geht. Patricia, guck mal. Gerade eben die Schrift war da und, und du konntest komplett gucken drauf. Ja, das stimmt. Also jetzt ist gerade gar nichts da. Ja, aber ich denke, es ist so gemacht, dass egal in welchem Winkel man hier steht, dass man trotzdem noch auf den Fernseher schauen kann. Ja, ihr habt Android drauf auf dem Fernseher. Jawohl, wir streamen. Ihr streamt. Warte mal, das ist ja interessant. Das heißt, ihr habt als Spezialausbauer eine Android-Lizenz direkt von Google bekommen oder wie läuft das? Das ist ein Streaming-Stick, den wir da angeschlossen haben über HDMI. Ja. Und können darüber dann entsprechend unsere Mediatheken, Netflix, Amazon, auf was wir Lust haben, entsprechend hier streamen. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Ihr habt einen Streaming-Stick reingemacht. Genau. Habe ich uns auch gemacht. Die Lautstärkesteuerung, wie funktioniert das denn? Das kannst du alles über unsere Fernbedienung, über die Karatec Fernsehfernbedienung tun. Das machen wir über HDMI, über die CEC-Steuerung und somit kannst du dann hier auch... Ihr könnt den Stick bedienen? Steuern. Ja, genau, das funktioniert. Also nochmal, ihr könnt den Stick bedienen und die Lautstärke bedienen, was ja oft nicht geht. Das funktioniert, korrekt. Das funktioniert. Genau. Okay, hat man keine WLAN-Verbindung, das heißt, ginge Prime Video, Netflix, ihr könnt die ZDF-Videothek gucken, alles. So ist es. Du kannst aber jetzt kein normales Fernsehen mehr gucken, doch? Doch, natürlich, über die SAT-Anlage. Wir haben ja dann eine SAT-Anlage oben drauf. Die ist oben drauf. Darüber könnten wir jetzt ganz normal Satellitenfernsehen generieren. Okay, was habt ihr hier für einen Router drin, der da liegt? Das ist der Karatec-Router, genau, der hier angeschlossen ist. Okay, prima. Ist jetzt keine SIM-Karte drin, ne? Moment. Richtig, genau, der ist im Moment brach. Jetzt machen wir mal Folgendes, gehen wir hier mal runter. Jetzt geht er mal aufs Satellit. Genau, und dann fahren wir die entsprechend über die Fernbedienung aus. Jetzt hörst du es da oben rattern. Antenne on, ich gehe mal kurz raus. Da oben ist sie drauf. Schau mal, sie errichtet sich. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Das sieht schon cool aus. Ich habe sowas noch nie gesehen. Richtig? Nee. Die sucht sich jetzt vollautomatisch einen Sender. Aha. Siehst du? Und dann kannst du abends Tagesschau gucken am Stellplatz. Ja, cool. Hast du nicht gewusst, dass sowas gibt? Na, ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich habe sowas noch nie gesehen, dass es sich dann so automatisch aufrichtet und so. Das sieht schon cool aus. So, und jetzt hat er es gleich gefunden, denn er ist jetzt schon Feintuning am Machen hier. Also meistens... können die relativ schnell dann auch die finden. Das hängt davon ab, wo du stehst. Also wenn du jetzt, ich sag mal, relativ lang jetzt den Sender nicht gefunden hattest oder sowas, dann kann es ein bisschen länger dauern. Und danach geht es aber viel schneller, weil sich die Anlage merkt, wo du warst zuletzt. Mhm.
So, wir gehen mal rein. Ich könnte sein, dass es gefunden hat. Mal kurz schauen. Ja, das Bild ist da. Guck. Und jetzt? So, das da, das ist jetzt ganz normal. Das ist ja in vielen Reisemobilen, ist der Fernseher da. Aber wie man hört, der Klang ist voll. Deshalb rufe ich es an. Warte. Typischer. Die Kanada-Kuba-Tour. Da ist er. Krass. Da lacht er, guck mal, dieses schreiende Gesicht. Das funktioniert. Jetzt hast du Subwoofer, hast also einen vollen Klang. Genau. Und das ist halt schön, wenn du dann abends im Wohnmobil sitzt, einen tollen Film schaust und hast auch die Emotionen und den Sound entsprechend dazu. So, mach mal schnell aus wegen Copyright. So sieht's aus. Das ist vielen Leuten aber immer noch wichtig, auch normal Satz zu gucken. Das ist so ein Stück Heimat. Das heißt also viele, ich sag mal, die verzichten nicht auf die Satzschlüssel. Die haben beides dann. Die haben zum Beispiel Netflix dann auf der Flatrate plus Satzschlüssel. Genau. Viele legen noch Wert auf den Satzempfang. Gerade wenn es auch darum geht, heimische Radiosender zu hören, beispielsweise im Ausland. Da ist das noch ein ganz großes Thema. So, was habt ihr noch eingebaut hier? Was haben wir noch eingebaut? Ich glaube, ich habe euch alles erzählt, was hier drin ist. Ihr habt nicht hinten diesen Exeter eingebaut, an dem hinteren Fernseher? Oder ist hinten kein Fernseher drin? Hinten ist kein Fernseher drin. Okay. Da ist das Fahrzeug zu kurz zu. Zu kurz. Ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist der Dave's. Nee, Spaß beiseite, denn ihr habt nämlich Lautsprecher entwickelt. Die sind gar keine Lautsprecher, die regen das an. Das haben wir eben mal kurz gezeigt, wie das Ganze aussieht. Schön. Das heißt also, zusammenfassend, ihr habt ja schon einiges hier verbaut. Ihr habt hier verbaut jetzt die Stereoanlage, die neue, das heißt mit Subwoofer, mit neuen Lautsprechern. Ihr habt verbaut diesen tollen Fernseher mit Sat-Anlage. Ihr habt Lithium, das sieht man hier nicht. Was ist hier drin an Lithium? Eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Genau, das heißt im Vergleich zu, was ist normalerweise drin? Zum Beispiel Bleigel, was braucht man? So eine AGM-Bleibatterie mit, ja, ich sag mal 85, 90 Ampere-Stunden in der Regel. Wo man so was rauskriegt ungefähr aus der Batterie, die Hälfte ungefähr? Ja, circa, roundabout, genau. Ja. Bei einer Lithium könnt ihr halt wirklich dann nahezu 100% entladen. Die ist ein gut Stück teurer, aber die Leute, die Lithium drin haben, die berichten... Die geben sie nicht mehr her. Die geben sie nicht mehr her, wirklich nicht, nein, oder? Nein, gerade wenn ich dann in Verbindung mit dem Wechselrichter beispielsweise mal einen Kaffee ziehe oder sowas über eine Kapselmaschine, da merke ich halt schon, was da an Leistung hinten dran steht. Die bricht dann nicht gleich ein. So ist es. Das ist so. So, dann habt ihr hier drin diesen tollen Router mit der Außenantenne. Ist der Empfangsgewinn schon heftig, oder? Unbedingt, ja, unbedingt. Das ist so. Dann diese automatische Umschaltung mit drin. Ja, es sind viele Dinge, die man so im Alltag, das heißt gerade dann, es gibt ja viele Leute, die wirklich dann nicht nur 2 Wochen unterwegs sind. Dafür wird es sich vielleicht nicht lohnen oder vielleicht für den einen oder anderen doch, ja. Das hängt davon ab. Die Piepser habt ihr eingebaut, das heißt also genau. Die Parkmaster, die sind auch vom Vodafone? Ja, korrekt. Interessant, dass Vodafone Parkhilfen baut. Aber ja, das wissen viele gar nicht. Nee, aber die finden auch im OEM-Bereich dann ihren Platz. Also viele Fahrzeughersteller, die da ab Werk schon mit einbauen. So, Alarmanlage ist drin mit der Verfolgung. Und natürlich das neue Alpine-Radio, das kleinere in dem Fall. Das ginge noch viel größer, aber das ist jetzt bei dem Fahrzeug, glaube ich, macht das Sinn. Klein und dezent. Dann hat man länger Freude am Radio, sage ich mal so, weil die Leute auch reingucken, was ist da drin. Und das hier sieht ja, ich sag mal, relativ unscheinbar aus, oder? Ist ein normales Doppelding-Gerät mit einem 6,2 Zoll Display. Mhm. Gibt es auch größer für denjenigen, der ein 9 Zoll Display haben möchte. Alles machbar. Das macht auch richtig Dampf, oder? Das kann was, ja, durchaus. Immer. So, dann kommen wir kurz raus. Steig mal aus, bitte. Dann machen wir die Abmoderation, denn wir sind tatsächlich bei Karatec. Auto habt ihr ganz neu bekommen. Es ist so, das sollte ja jetzt eigentlich auf Reisen gehen, das Auto, aber jetzt steht es erstmal hier. Es hilft euch aber hier auch. Ihr könnt den Kunden zeigen, was geht, oder? Unbedingt. Und das ist auch Sinn und Zweck der Geschichte, dass ein Kunde hier bei uns tatsächlich im Fahrzeug mal sehen und vor allem hören kann, was alles machbar ist. Denn gerade beim Sound ist es echt schwierig, eine Emotion zu erklären. Das muss derjenige dann entsprechend erleben. Geht auch jetzt im Film nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil jetzt hätte man es anmachen können, ich hätte dir alles erzählen können, was ja. Ich gerade höre. Man muss es live erleben. So ist es. Der Meinung sind wir auch und deshalb kann jeder herkommen und sich das hier direkt anhören. So, ich spreche zwar kein perfektes Hochdeutsch, aber Pfälzer, das ist noch harmlos jetzt, was du sprichst, oder? Ich nehme an, mit deinen Kumpels wird es noch härter, oder? Wir sind stets bemüht. Aber ihr seid ja liebe Menschen aus Rheinland-Pfalz. Ihr seid in Landau. Das liegt ungefähr wo? Zwischen Karlsruhe und Mannheim. Karlsruhe und Mannheim. 30 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Ja, wir sind rund fast 2 Stunden sind wir weg von,
der Landeshauptstadt Saarbrücken. Aber der Weg hat sich gelohnt. Und wenn ich hierher kommen möchte, wie sind die Öffnungszeiten? Soll ich am besten vorher anrufen, ne? Unbedingt vorher anrufen, ja. Auch wenn es nur um eine Beratung geht oder sowas. Wir würden uns gerne Zeit nehmen für den Kunden. Terminabsprache sowieso nur auf Anruf oder per Mail, genau. Samstags ist nicht geöffnet. Samstags sind wir nicht am Start, da genießen wir das Wochenende. Ja, das klingt gut. So, du bist halber voran? Ja. Guck mal auf die Uhr, 10. November. Trotzdem haben wir viel gelernt heute, ein ganzer Drehtag heute in Landau. Und ich habe aber eins gemacht, ich habe bei unserem Senderbus für die Rückfahrt die Standheizung angelassen. Oh, Gott sei Dank. Da kann sich gleich mal aufheizen, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Nochmal kurz deinen Namen. Daniel Schweizer. Daniel Schweizer. Korrekt. So, merkt euch diesen Namen. Ihr habt einen Meister beschäftigt und auch mehrere Kfz-Mechatroniker? Wir haben einen Kfz-Meister beschäftigt, ja. Genau, und zwei Kfz-Mechatroniker. Da ist es. Und da vorne sieht man auch, ihr habt ein ganz großes Tor dort hinten drin. Kann man reinfahren, können mehrere Fahrzeuge zeitgleich stattfinden. Ihr macht also alles quasi von Lithium bis Audio, Sound, also alles drumherum, was ihr nicht macht, ist Fahrwerkstechnik oder Hubstützen. Sowas macht ihr nicht, aber ihr sorgt dafür, dass die Leute mit dem Grinsen hier rauskommen. Das ist das Ziel, genau. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.